Rückführungen. Hallo und herzlich willkommen bei Ich hab da was TV. Mein Name ist Michael Schober, der nette Herr von Ich hab da was TV. Und heute, liebe Zuseher, ja, da geht es um das Thema Rückführung. Ich habe mich in mein Vorleben rückführen lassen und befinde mich heute bei der Frau Dr. Ingrid Braun-Rollfinke, die mit mir diese Rückführung durchgeführt hat. Und jetzt werden wir schauen, ob sie zu Hause ist und werden wir sie interviewen. Hallo Ingrid, grüß dich! Ja. Michael, grüß dich. Servus. Schön, dass du da bist. Bereit fürs Interview? Ja, klar. Na dann, auf los geht's los. Action. So, liebe Zuseher, wir befinden uns hier bei der Ingrid im Praxisraum. Ingrid, danke nochmals für die Rückführung letzte Woche. Es war ein Traum. Gerne, ja. Ingrid, kannst du unseren Zusehern erklären, was genau bitte ist eine Rückführung, beziehungsweise was kann man bezwecken, was ist ein Resultat daraus? Also Rückführung ist wie eine Reise in ein vergangenes Leben, findet in einer tiefen Entspannung statt. Und das Spannende dabei ist nicht nur das Vorleben anzuschauen, sondern vor allem die Gefühle auch wahrzunehmen, weil man wahnsinnig viel daraus lernen kann fürs jetzige Leben, was ist wirklich wichtig im Leben. Ja? Ich glaube, das kannst du bestätigen. Ja, das kann ich bestätigen. Ingrid, für meine Zuseher, für unsere Zuseher, wer war ich in meinem vorigen Leben? Ja, du warst der Bauernbub. Das Simon. Das wundert mich jetzt nicht. So circa 1846 haben wir Zähne gesehen in der Schule, ne, war das, heißt, da kam die Jahreszahl klar durch und ja, spannende Sache. Ja, nein, wirklich sehr spannend, wir werden nachher Audioaufzeichnungen bringen. Ingrid, was bietest du noch an jetzt außer Rückführungen? Ich bin auch Human- und Tierenergetikerin, helfe damit zum Beispiel Menschen, die Allergien haben, die Allergien loszuwerden. Ich bin ausgebildete Hypnosetherapeutin, eine Schweizer Ausbildung. Da helfe ich vielen Menschen, Ängste loszuwerden oder auch Nichtraucher zu werden. Auch ein Thema für mich. Ja, das funktioniert auch oft in ganz wenigen Sitzungen, dass man diese Themen lösen darf. Und ich biete auch an Workshops, Wochenendworkshops für Menschen, die jetzt kein akutes Problem haben, die aber Stress loslassen wollen, Sorgen loslassen wollen, die einfache Werkzeuge in die Hand bekommen wollen, um ein leichteres und besseres Leben zu führen. Und das wollen wir ja alle. Bitte einmal anmelden. Ja, kannst du gerne, Michael. Liebe Zuseher, alle Informationen zu der Ingrid, zu ihren tollen Sachen, findet ihr wie immer unten in den Kommentaren. Nun kommen wir jetzt zu meiner Rückführung. Ich habe es vorher schon erwähnt, wir haben Audioaufzeichnungen gemacht. Genau, mit diesem Ich bitte auch um Verständnis, wir werden nicht die ganze Audioaufzeichnung vorspielen bzw. euch anhören lassen. Es werden nur Teile davon kommen, weil es wirklich meine Persönlichkeit ist, mein Vorleben war und ich selbst wirklich ein Resultat daraus ziehen haben können. Das werde ich dann auch nachher noch einmal sagen. Wie funktioniert das Ganze? Man sitzt hier bequem in diesem Sessel, man kriegt eine Augenklappe. Ja, die kann man benutzen oder nicht, ja, die kann man so gemütlich dann rauf tun, man macht es gemütlich und die Ingrid versetzt einen dann in Trance, keine Angst, das ist nicht so wie diese Horrorfilme im Fernsehen, das darf man sich nicht so vorstellen, also es ist ein bisschen so wie das Nornkastel schauen, haben wir gesagt, aber man ist wirklich in Trance und wir hätten jetzt gesagt, wir lassen euch die Audioaufzeichnungen anhören, ja, dass ihr wirklich seht, was dabei rausgekommen ist, wer ich war und ich hätte gesagt, wir zählen von 5 runter. 5, 4, 3, 2, 1, los! Und ich werde gleich auf 3 zählen und dann wirst du diese Türe aufmachen, hindurchgehen und sie hinter dir schließen. Und dann bist du direkt in deinem Vorleben drinnen. Und spür mal hin, bist du eine Frau oder ein Mann? Mann. Ein Mann. Mhm. Ich möchte jetzt, dass du einen Namen aufsteigen lässt. Wie heißt du? Vielleicht kommt was. 1, 2, 3, jetzt. Vielleicht kommt was. Muss nicht sein, aber kann sein. Simon. Bitte? Simon. Simon. Ah, Lass jetzt eine Jahreszahl aufsteigen. Welches Jahr schreibt man? Du sitzt da in der Klasse mit ungefähr 7 Jahren. Welches Jahr ist? 1, 2, 3, jetzt. Was kommt? 1846. Und ich möchte, dass du jetzt nochmal mir schilderst, wie du deinen Körper verlässt. Gehst du einfach nach oben weg? Gehst du durch die Brust raus, durch den Kopf raus? Nein, ich gehe einfach so nach oben weg. Einfach so nach oben weg, ja. Sieht es einfach aus. Sieht es einfach aus, ja.
Aber nicht ungut, einfach ist es okay. Ist einfach jetzt an der Zeit. Ja. Liebe Zuseher, eine wirklich spannende Sache. Ich persönlich konnte wirklich sehr, sehr tolle Aspekte daraus ziehen. Entweder man mag mich oder man mag mich nicht. Fakt ist, ich mag mich. Und das ist das Wichtigste in der Welt, lieber Michael. Richtig. Und falls ihr das Ganze auch einmal ausprobieren möchtet oder andere Probleme habt, bitte meldet euch bei der Ingrid. Alle Informationen, wie schon erwähnt, unten in den Kommentaren. Und wir beide, wir verabschieden uns mit den Worten: Schau, 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 ich hab da was. TV!